Hallo, also hier geht ja heute ein Traum von mir nach Flug. Vor etlichen Jahren hat hier der Maurice Schumann gelesen aus seiner Doktorarbeit, also da war die Balz noch unten, das ging da über den Freiheitsbegriff bei Max Stirner und Marquis de Sade. Ja, also Marquis de Sade kommt immer gut. Und ja, und da habe ich den, sehr beneidet. Also ich dachte, Mann, ich habe auch irgendwie so eine Doktorarbeitsprojekt und so, aber das, ja, ich wollte auch immer mal vorlesen. Also, und der war so auf der Zielgeraden damals, ja, und jetzt habe ich es auch geschafft. Also im Januar kommt, ich bin seit 1999 an diesem Thema dran, kommt im Verbrecherverlag der Fall Brüsewitz. Also noch rechtzeitig zum 40. Jahrestag der Selbstverbrennung von Oskar Brüsewitz. Ja, was soll ich sagen? Das ist. Vielleicht lese ich mal ein bisschen was vor und sage dann was. Also ich fange jetzt mal an mit der Selbstverbrennung. Brauchst du Feuer? Ausgerechnet der damalige CDU-Kreisvorsitzende Alfred Lautenschläger gab der Volkspolizei zu Protokoll, sich zur Tatzeit in unmittelbarer Nähe der Michaeliskirche aufgehalten zu haben. An jenem 18. August 1976 im provinzsächsischen Zeitz. Er habe gesehen, wie, Zitat, diese Person aus dem Auto gestiegen sei, bekleidet mit einem langen schwarzen Talar und die hintere Klappe des Pkw-Kombi geöffnet habe, Zitat, und ich sah, wie er Schilder herausnahm und diese auf das Dach seines Autos befestigte. Danach habe der Mann eine Milchkanne aus dem Wagen geholt, eine Flüssigkeit über sich geschüttet und im nächsten Moment in Flammen gestanden. Daraufhin habe Lautenschläger umgehend im naheliegenden VP-Revier die Polizei geholt. Mit zwei VP-Angehörigen ging ich sofort zum Ort des Geschehens zurück, um zu helfen. Ich machte diese auf die Transparente aufmerksam und beseitigte diese mit. Meines Erachtens können nicht viele dieses Transparent gelesen haben, da es nur kurze Zeit auf dem Auto stand und falsch zusammengestellt war. Zitat Ende, also von dem CDU-Kreisvorsitzenden. Während ein Mensch also in Flammen über den Platz lief, räumte ein CDU-Politiker mit der Polizei erst einmal die Plakate weg. Nach der Wende erinnerte sich noch ein anderer CDU-Funktionär, der seinen Namen nicht genannt haben wollte, Zitat, er sah uns wortlos an, blickte von einem zum anderen mit seinem verbrannten Gesicht, die gelblich-pergamentfarbenen Hände in seinem Schoß. Der zweite CDU-Mann war es dann auch, der Oskar Brüsewitz einen Stuhl herbeischaffte, auf dem der schwer verletzte Pastor in eine Decke gehüllt Platz nahm, bis 6 Minuten später der Rettungsdienst eintraf. Brüsewitz stand auf und ging zum Krankenwagen. Ja, Oskar Brüsewitz ist dann, das war am 18. August, der ist am 22. August gestorben, er ist seinen Verletzungen erlegen im Krankenhaus in Halle. Und ich habe mich, also der Untertitel, der ist nicht ganz so, ich habe mich schon mit der Biografie von Oskar Brüsewitz auseinandergesetzt, auch, weiß ich, Widersprüche gefunden und können wir ja gleich mal zu reden, aber das eigentliche war die These in meiner Arbeit und die habe ich dann auch verteidigt mit Erfolg, ist ja, dass die Selbstverbrennung von Oskar Brüsewitz gar nicht das historische Ereignis war in der Geschichte der DDR. Also es war der Artikel im Neuen Deutschland 10 Wochen später. Also manchmal ist es so, das gibt es in der modernen Skandalforschung, dass nicht
die erste Grenzüberschreitung, dass es da kracht, sondern dass der Umgang mit dem Skandal zum eigentlichen Skandal wird. Und das war so, also dieser ND-Artikel, der war so unter aller Kanone. Da ist der tote Brüsewitz als Verrückter dargestellt worden, als Irrer, als Perverser, als BND-Agent. Und erst dieser Artikel hat so die sich langsam formierende Zivilgesellschaft in der DDR mobilisiert. Und da gab es dann, ich habe so um die 100 Leserbriefe gefunden ans ND, so verteilt in den Stasi-Akten und Kirchenakten. Und dann sind auch richtig Leute ins Gefängnis für gegangen. Es gab so eine Gruppe von kritischen Sozialisten, die an Honecker einen Brief geschrieben haben. Da sind, von denen sind zwei richtig zu 4-jährigen Haftstrafen verknackt worden. Die sind dann im Jahr darauf freie gekauft worden von der Bundesrepublik. Ja, also ich habe natürlich habe ich auch untersucht, inwieweit das nun eine politische Demonstrativtat war von Oskar Brüsewitz. Aus meiner Meinung nach war es auch ein Suizid, habe ich auch nachgewiesen. Ja, vielleicht lasse ich mal kurz was ich habe so eine Angst, weil ich da alle Leute mit langweile. Ich lese jetzt noch ein bisschen zur Theologie von Oskar Brüsewitz vor. Also ich habe zu dieser Selbstverbrennung, die sich ja nun 40 Jahre ehrt, das war das Medienereignis eigentlich damals. Das war seit dem Mauerfall, haben die Menschen in beiden deutschen Staaten nicht an keinem Ereignis so einen Anteil genommen. Das ist dann erst getoppt worden von der Biermann-Ausbürgerung. Ja, und Brüsewitz ist all die Jahre später, war das immer der Märtyrer in der Christenverfolgung durch die Kommunisten. Also auf der einen Seite im Westen, so ist er dargestellt worden, und im Osten immer als Verrückter. Und ja, dann lese ich mal ein bisschen was vor. Bisschen Theologie haben wir ja nicht so oft hier. Also, das Reich Gottes und der Bolschewismus. Obwohl der öffentliche Tod des Oskar Brüsewitz viele Jahre politisch in Anspruch genommen wurde, wurden seine politischen Überzeugungen nie hinterfragt. Wo stand der Prediger aus Rippichach eigentlich politisch? Mit Sicherheit war er kein Anhänger der lutherischen Zwei-Reiche-Lehre, wonach sich die Kirche allein um das Heil der Menschen zu kümmern hatte und in weltlichen Belangen auf keinen Fall der irdischen Obrigkeit in die Quere kommen sollte. Und Fakt ist auch, Brüsewitz war kein Linker. Sein Pfarrbruder Dietmar Meckel, in jenen Tagen Pastor in der Gemeinde Zeitzaue, berichtet, dass sie gemeinsam im Jahr 1972 am Radio die Ergebnisse der Bundestagswahl angehört hätten. Brüsewitz sei damals eindeutig auf Seiten des gescheiterten CDU-Kanzlerkandidaten Barzel gewesen. Zudem weiß Meckel als bekennender religiöser Sozialist von freundschaftlichen Differenzen beim Thema Vietnamkrieg zu erzählen. Zitat: Oskar war da wohl eher auf amerikanischer Seite. Das, obwohl er sich bei seinem Freitod vermutlich von der Selbstverbrennung buddhistischer Mönche, das heißt vom vietnamesischen Widerstand, habe inspirieren lassen. Otto Pape, Brüsewitz' Mentor im Pfarrdienst, erinnerte sich nach der Wiedervereinigung, Zitat, und da bin ich ganz stolz, dass ich das gefunden habe, im Kirchenarchiv. Wer Oskar Brüsewitz kannte, weiß, dass für ihn drei Begriffe ganz wichtig waren. Immer wieder gebrauchte er sie. Das waren das Reich Gottes, der Bolschewismus und Stürmen. Zum Verständnis seiner politischen Überzeugung könnten das die Schlüsselbegriffe sein. Das Reich Gottes steht im Zentrum der Verkündigung Jesu und ist somit auch ein zentraler Begriff christlichen Glaubens und christlicher Theologie. Dazu Otto Pappe: Als Prediger des Gottesreiches sah er, also Brüsewitz, sich in einem unbedingten Gehorsam zum Reich Gottes. In seinem Abschiedsbrief schreibt er: Mein Herr und König und General. Zum König gehören Gefolgschaftstreue und Gehorsam bis zum Tode.
Einen anderen König gab es für ihn nicht. Dieses Denken erinnert auch an narzisstisches Gedankengut. Man könnte auch sagen, Brüsewitz folgte einem imaginären Führer. Wieder und wieder rief er seine Pfarrbrüder und Schwestern auf, mit ihm den Pfarrkreis zu stürmen. Zitat Pappe, stürmen war sein Wort. Es ist ein Begriff aus der Militärsprache. Und so wollte er es verstanden wissen. Er meinte den Sturmangriff auf die feindlichen Linien. Ein Sturmangriff bedeutet für den Kämpfer den höchsten Einsatz unter Verleugnung des eigenen Lebenswillens. Er weiß nicht, ob er den Sturmangriff überleben wird. Es gab nur Sieg oder Niederlage. In diesem Kontext bekommt der von Brüsewitz fortwährend beklagte Bolschewismus in der DDR noch zusätzlich einen fragwürdigen Beigeschmack bzw. Subtext. Brüsewitz war sich dessen bewusst. Otto Pape dazu, das war das Wort der Nationalsozialisten, obwohl es nicht ihre Erfindung war. Bolschewistisch nannte sich die KPdSU selbst. Wer aber die nationalsozialistische Propaganda erlebt hat, der empfindet heute noch bei dem Wort den ganzen Hass, der zu jener Zeit mit ihm verknüpft war. Der bolschewistische Untermensch, der Bolschewismus hat sich mit dem internationalen Judentum verbündet, eine absurde Idee. Der Krieg zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion, also gegen den Bolschewismus, das alles ist ein Kampf auf Leben und Tod, der Kampf des Lichtes gegen die Finsternis. Mit dieser Ideologie ist auch Brüsewitz wie alle jungen Menschen damals vollgestopft worden. Davon, also da muss man wissen, in seinem Abschiedsbrief stand drin, dass Brüsewitz der hat den Kampf zwischen Licht und Finsternis beklagt. Also er hat immer in diesen Schwarz-Weiß-Metaphern gedacht. Ja, also ist er mit der Nazi-Ideologie vollgestopft worden. Davon zeugt auch der von Brüsewitz aus dem Jahr 1964 kolportierte Satz, Zitat, ich sehe es als Wille Gottes an und begrüße es, dass Hitler die Juden vergaste. Ja. Dann erzähle ich so ein bisschen von den Beerdigungen. Ja. Das christliche Boot der Feindesliebe zählte nicht zu seinen Stärken. SED-Mitglieder waren für ihn schon mal Gesinnungslumpen. Und den Bürgermeister von Schellbach nannte er bisweilen einen Diktator. Was Brüsewitz aber nicht davon abhielt, mit demselben Dorfoberhaupt hin und wieder Skat zu spielen. Zitat, und man nennt sich jetzt Heinz und Oskar. Ja. Und immer wieder sorgte Brüsewitz ausgerechnet bei Begräbnissen für Unfrieden. Ja, jetzt kann ich hier die Beerdigung vorlesen. Also da habe ich ganz viele Beispiele gefunden. Aber hier ist zum Beispiel von einem Freund, mit dem ich hier öfter mal da bin, von Joachim der Haas. Da hat Brüsewitz den Vater unter die Erde gebracht, den Opa. Und das war ganz schlimm. Der Opa war, Gastwirt. Und da hat Brüsewitz erstmal ad hoc eine Predigt gegen den Moloch Alkohol gehalten. Ne? Aber noch viel besser ist, habe ich gefunden, dass der mal bei einer Beerdigung, ich finde das so stark, ja, da stand der am offenen Grab und hat in den, während der Predigt, hat er gesehen, der kommt was raus, das war so der Bodenaushub, und da war noch ein Knochen vom Grab davor, von der Asche davor. Und dann hat er den Knochen hochgehoben und hat diesen Knochen in seine Predigt eingebaut. Also so wird es sein am jüngsten Tag. Weil er wieder auferstehe. Das hat der gemacht, das ist total irre. Der hat auch bei einer anderen Beerdigung, da waren die Leute völlig verstört, ist ja mit so einer schmiedeeisernen Kette ist ja um den Sarg rumgelaufen und hat die immer fallen lassen. Hat sie gehobelt und immer wieder auf irgendwo fallen lassen. Also die Kette hat er sich von so einem Schmied geholt und dann hat er den Leuten erklärt, na, das ist, so wird es sein, wenn wir unsere Ketten verlieren. Am jüngsten Tag. Alice Cooper, wa? So wie Alice Cooper. Ja, so ein bisschen. Also der hatte schon ein apokalyptisches Weltbild, aber der hatte auch einen ganz, ganz großartigen Humor. Also man findet bei Oskar Brüsewitz alles. Also ihr müsst euch mal vorstellen, da feiern die im Dorf 25 Jahre DDR, also 1974, ne? Und überall diese blöden Schilder, 25 Jahre Arbeiter- und Bauernstaat und so. Und dann gab es da so einen Umzug, so eine Demo wieder und so mit 25 Jahren DDR.
Und wer steht am Straßenrand mit einem Schild? 2000 Jahre unbesiegbare Kirche Jesu Christi. Ja. Das ist einfach eine, der hatte Ideen, ja. Also, ja doch, zu Pfingsten hat er in der Kirche eine Taube fliegen lassen, so als für den Heiligen Geist, als Zeichen. Also der hat ganz viel in Zeichen gepredigt. Also der war sehr stark am Alten Testament orientiert. Und er hatte eben auch so ein Senderbewusstsein, Sendungsbewusstsein. Da ist eben auch eine sehr dunkle Seite, die immer bei Brüsewitz zum Vorschein kommt. Also, das passiert, als die diese Wahlen haben, diese Volkswahlen haben sie genannt im Dorf, auch 1974, und da kommt so ein Spielmannzug von Jungpionieren vorbei und er putzt sein Auto, da seinen Trabi, und er wartet genau, bis diese Kinder in seiner Höhe sind und macht dann den Dreck in die Menge rein, in die Kinder. Das war so, das war nicht so eine Sache nachher drauf, ja. Ja. Also, und da gibt es einige Beispiele auch aus der früheren Zeit. Und also ich habe gezeigt, dass in meiner Arbeit, und das ist auch ein bisschen hier in diesem Vorabdruck drin, dass Oskar Brüsewitz eine sehr komplizierte Persönlichkeit war. Er war kein Linker, so viel kann ich schon verraten. Ich bin in meiner Dissertation gehe ich davon aus, dass er eine dissoziale Persönlichkeitsstörung hatte. Das ist erstmal keine Krankheit, die haben viele. Ja. Also, man hat da eben keine Angst. Das Selbstbewusstsein funkt auf ganz hoher Frequenz. Man hat auch keine Schuldgefühle, aber man hat eben auch kein Mitleid. Also, ein Pfarrer mit dissozialer Persönlichkeitsstörung ist kein guter Seelsorger. Ja? Also, man hat nicht. Das war er nicht. Also, ursprünglich war ich der Meinung, dass das Brüsewitz Opfer von einer Zersetzung geworden ist durch die Staatssicherheit. Der hat die Art, mit seiner Art zu predigen, hat er am Anfang ganz viel Publikum gehabt, aber der hat dann wie so ein schlechter Musiker den Saal leer gespielt. Ja. Und der war eigentlich fertig. Der war. Und dann hat er mal erzählt, dass er so einen Zwei-Stufen-Plan hat oder Drei-Stufen-Plan. Das hat mir die eine Pastorin erzählt, so von bestimmten Aktionen. Und da war eine Stufe war, wie er mit seinem Leiterwagen und dem Pferd durch Zeitz fährt und immer im Kreis. Und da war dann so ein Schild hier, ohne Regen, ohne Gott geht die ganze Welt bankrott. Und da war dann die Polizei völlig überfordert. Die haben dann das Pferd verhaftet. Haben sie alle totgelacht, weil der hat dann ein Verfahren gekriegt wegen Verkehrsstörung. Auf die Nummer. Und das war, ja, und irgendwie muss er dann, man hat ihm einen Fahrstellenwechsel nahegelegt, weil es da eine Lösung geben musste. Wenn keiner mehr in die Gemeinde hat, Stress gemacht, Druck gemacht. Und er hat sich dem entzogen, aber er ist nicht versetzt worden von der Kirche, wie immer behauptet worden ist. Und das, ja, müsst ihr mal die Arbeit lesen. Das eigentlich Interessante ist, sind die Briefe der Menschen dann an die Kirche. Die geben sehr viel von sich preis, auch von dem Leben 1976. Und sie bekennen auch Farbe dann. Also für ihre Kirche, manchmal auch für ihre Partei. Und das ist ein interessanter Prozess. Und am Ende war es dann so, dass Oskar Brüsewitz, das hätte er nicht gewollt. Ja? Er hat ja seiner Kirche schwere Vorwürfe gemacht. Aber durch seine Tat, die hat diplomatischen Kanäle freigelegt. Also das kam infolge seiner Tat, seiner Selbstverbrennung, zu einem 1978, zu einem Staat-Kirche-Treffen auf oberster Ebene. Honecker und Schönherr mit so einer Delegation von Bischöfen im Staatsratsgebäude. Und da sind dann Punkte abgehakt worden. Letzten Endes hat die Kirche dann auch den Sozialismus anerkannt.
Aber was die Kirche rausgeholt hat, also Manfred Stolpe, war, dass der Staat und die Partei sich aus der Kirche raushalten werden. Also dass sie da nicht reingehen, nicht eingreifen werden. Das war auch bei diesem Zionskirchenkonzert, sind da die Polizisten nicht reingegangen, als diese Nazis 87, als sie das gestürmt haben. Also das wird mit Grund gewesen sein, weil eigentlich gingen Bullen nicht in die Kirche. Verhaftung gab es immer nur auf der Treppe vorne. Und das war eigentlich unterm Strich war das was ganz Wichtiges, dass da ein Freiraum in der Kirche entstanden ist, wo Leute erstmal eine gewisse Rechtssicherheit hatten und da was machen können, dass da eine Gegenöffentlichkeit entstehen konnte hin zum Herbst 89. Ja, aber ich habe ja die ganz wichtigen Sachen und so, die sind dann im Buch drin.